Willkommen zurück. Ostalg-Projekt im Landwirtschaftsmodell 2019 mit in Randy. Hallo und den Klicki. Ja. So, dann schaffe ich jetzt nochmal Wasser zur Brennerei. Also diesmal richtig. Ist richtig. Aber diesmal halt richtig. Richtig. Er wiederholt sich. Richtig. So, wenn wir... So, kann das da schon mal hier nein? Naja. Wir brauchen also Zucker und Kartoffeln und daraus werden dann Wodka, Obstlikör, prima Sprit und Futter. Okay. Nee, Obstlikör wird es nur, wenn wir noch Zucker und die Dings reingehauen haben. Aber ich glaube, haben wir reingehauen, ne? Zucker ist keiner drin, nein. Na gut, der ist ja nebenan. Das ist richtig, ja. Muss nur abholen. Aber. Dings hat man schon rein. Dings? Ne, du hast doch die Pflaumen dahin gebracht. Ich prüfe. Ja gut, ja, Obst halt. Richtig. Ja gut, da kann man theoretisch alles reinhauen. Kirschen, Pflaumen und... Ja, aber Pflaumen, ja, weil am billigsten. Ach so. Deswegen die Pflaumen, deswegen auch die anderen Pflaumen bei den Backwaren. Hat schon einen gewissen Sinn, deswegen kannst du die Kirschen so verkaufen. Weil die Kirschen haben zu schade. Bei den Pflaumen ist maximal 800 wert. 700. Ja. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ja. Also, weil das Endprodukt, wenn wir dann. Ist zwar nicht so viel wert, wenn wir jetzt Kuchen und Obstlikör machen. Aber das können wir ja in dieses Eiskaffee bringen. Und da kriegen wir Geld über die Zeit. Und dann halt Gülle und die Paletten wieder aus. Ach so, das gleicht ja. Das dann ein bisschen aus, auch der Kuchen, wenn wir dann doch mal kein Holz mehr haben sollten. Und wir brauchen trotzdem Paletten. Können wir da oben noch mal abholen. Mit Geld weiterfließt. Weil die ganze Zeit, wir schaffen alles irgendwo hin, die behalten die Paletten einfach. Ja, ja. 10 Euro Paletten, die werden getauscht und mehr 12 Euro pro Palette. Da schreibe ich Rechnung. Da kenn ich nichts. Da kennst du nicht, ne? Das Kombinat wird sich sagen, was das sein soll. Was das sein soll? Ja, das ja. Was eine Rechnung? Ja, ja. Vor allem für Euro-Paletten. Eine sozialistische Gemeinschaft. Da gibt jeder jeden was. Ja, ja, hier hast du eine Palette. Danke! Was für ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja, ja. Besser wie nicht. Nein, hab ich mir schon immer gewünscht. Ja. Hier geht's einmal wieder zurück. Da ist jetzt noch ein bisschen oben bei den Obst was neu. Ja, Wasser habe ich da schon 18.000 Liter reingeklappt. Ach so. Wo brauchen wir dann sonst noch Wasser? Hier unten? Oh, ja, auch. Ich schau einfach mal die Hälfte da oben da noch rein. Eine Brauerei runter. Wir haben jetzt 32.000. Brauerei hat gar kein Wasser mehr. Ja, gar keins mehr. Ein bisschen alles dort rein, weil Hopfen ist noch drin, Malz ist noch drin, Leerpaletten sind noch drin. Aber ich glaube, wenn wir das gerade in Malz haben, Malz ist nicht am Nachproduzieren, soweit ich weiß. Ne, Braumalz ist komplett leer. Da sind Brennstoffe noch drin, aber müssen Weizengerste da noch eine Ladung hin. Aber wir haben Malzkaffee. Das ist zum Beispiel was, das müsste auch in das Kaffee rein. Eiskaffee, schöne Aussicht. Ja. Da gibt es auch dieses tolle, wo steht's? Hier. Himnu Bohnenkaffee ist gerade alle. So, da haust du Malzkaffee 40.000 rein. Das ist gut, wir haben etwas über 30.000. Und da kommt auch Gülle und Leerpaletten wieder raus. Kannst du dann schon mal mit dem Hinterkopf behalten? Ich behalte im Hinterkopf. Wie gesagt, der erste Likör, weil 12.000 gehen dann im Journal rein.
Das ist auch dorthin. Auf jeden Fall, ja, aber vorher, bevor das gemacht wird, nochmal, dass der Malz weiter produziert wird. Gut, da gehen jetzt 32.000 Liter in der Brauerei rein, das sollte dann hoffentlich erstmal ein bisschen reichen. Ach, halt so. Naja. So. Dann Malz halt alle werden noch. Wir haben ja auch nichts mehr, muss halt nachproduziert werden, aber ich glaube, wir haben keinen Korn mehr. Doch, der Gerste 18. Der Gerste 18. Bist du dann auch dorthin? Also am besten. Also zur Melzerei. Ja. Also am besten vorne die Maschine, die du jetzt hast, nur mit Korn voll machen und hinten die Palettentrailer. Damit dann dort in der Malzcafé das Lädle abholen kannst und hochbringen kannst. Das ist ja nicht weit entfernt, das Eiscafé von da aus. Einfach die Straße weiter. Der Malzcafé ist der flüssig oder sind das Paletten? Nee, das sind Paletten. Ah, so. Das. Ja, das müsste halt dann gleich zum Eiscafé noch. Gut, Wasser ist wieder aufgefüllt. Wenn der Tank noch in der Lackierung wäre wie der Kratz, das wäre noch schön. Aber ja, das ist so Militärgrün. Du hast noch Militärgrün genommen. Naja, der Standard. Hat da nichts geändert. Ich hab da nichts geändert. Da hat er die Maschine schon rausgefahren. Ja. Aber halt, also haben wir Zuckerrüben halt. Das, was wir als nächstes brauchen. Ja. Also richtig. Sehr gut. Da muss ich jetzt aber erstmal noch gucken. Bei der Melzerei. Da sind sie alle frei. SM Mehl, Komposter, Malzerei, Rohmalz, Malzkaffee. Das sind 6 Paletten. Klassisch. Man reicht den Hänger. Ja, ich will gerade sagen. Dann hab ich extra abgehangen. Der arbeitet auf dem Feld, ich sehe es. Logisch. So. Ich bin sehr hart zu nehmen, Feld. Ganz alleine. Ja, muss ja. Naja. Kein sozialistischer weiterer Arbeiter da. Nö, nee, ist richtig. Ich bin hier schwer am Produzieren. So. Ja, da bleibt uns sogar noch ein bisschen Reserve übrig. Vom Korn oder was? Ja, ja. Ja, das ist Spielerei. Also, Alter, wie siehst du hier Spielerei? Das sind 190 Liter. Krass, Alter. Ja, ja. Gefressen. Yam, yam, yam. Wasser noch dazu, ins Feuer gelegt, hast du Brot gemacht. Naja, auf jeden Fall. So, kommst du her. Sehr schön. Bitte wenden. Und dann machen wir den ganzen Spaß noch bei der Melzerei. Naja gut, klar, dann brauchen wir als nächstes wieder die Zuckerrüben, dass wir wieder Zucker produzieren. Ja. Diese Preis... Hochphase können wir eh nicht mehr mitnehmen, oder? Nee. Das wird nichts. Das wird nichts mehr. Aber das sind, wenn er mal einen Tag durchproduziert, da hast du dann so. Na, so 60.000. Zucker, da kannst du schon mal richtig Geld machen dann. Alle 24 Stunden. Dadurch, ich weiß es nicht, wie viel wir da rauskriegen aus dem Feld. Bei 150.000. Bei den Kartoffeln wird es halt krass dann. Da, dann der Wodka. Ich würde sagen, dass wir nur Wodka laufen lassen. Vielleicht ein bisschen prima Sprit. Je nachdem, ob wir irgendwann mal Eierlikör machen wollen, aber dafür brauchen wir ja auch erstmal Eier und wir haben keine Hühner. Ist richtig, ja. Deswegen lohnt sich prima Sprit eigentlich nicht zum Verkaufen. Statt etwas über 1000, 1200. Ist aber nicht zu vergleichen mit Wodka, da geht bis in 7 hoch. Oh ja. Deswegen, und da wird auch schneller produziert. Wodka macht 3500 in der Stunde. Obstlikör, glaube ich, nur 2000 und 2500 der prima Sprit. Ist halt Wodka am schnellsten und am teuersten. Und der Futter ist halt, dadurch, dass der so schnell produziert, hast du halt einen Haufen Schweinefutter. Also, das fällt auch noch ab.
Ja. Du kannst dann direkt vom Zucker, da fällt auch ein Schweinefutter ab und drüben gleich bei der Brennerei auch. Okay. Also lässt du das einen Tag laufen, machst du hier locker einen Hänger mit 15.000 Liter voll. Okay. Und mit Schweinefutter, deswegen müssen wir das selber was nicht produzieren. Ich weiß gar nicht, woher die Unternehmen alle dieses Fable für die Schweine, für das Schweinefutter haben. So, das ist halt das, was übrig bleibt. Das ist doch, Schweine kriegen ja meistens immer so Reste von alte Kartoffeln oder halt alte Rüben, sowas kriegen die halt, ne? Naja, das ist halt das, was dort dann abfällt. Mhm. Das haut schon hin mit Schweinefutter. Das ist ja nicht wie bei der Kuh, dass der Gras abfällt. Das ist schon klar, ne? Aber sollen sonst abfallen dort? Ja, aber nee, weil das Schweinefutter mit S ja definiert ist, weißt du, ne? Ja. Naja, und das ist ja im Endeffekt dann, wir hauen da Pflaumen und Dings und alles, und das war richtig dumm. Das war richtig, richtig dumm. Aber nee, alles gut. Und alles rein, und am Ende ist das Schweinefutter, ja, da haben wir ein bisschen Kartoffeln und ein bisschen Mais, weißt du, also das steckt da ja gar nicht drin, weißt du? Nee. Das meine ich damit. Also von der LS-Logik her ist das eigentlich so. Ist es ja am Ende Mais und das ja. Ja gut, Erbfrüchte stecken drin. Ja. Ja, aber Mais oder Energie, das ist richtig, aber wie ist es denn bei den Schweinen? Schweine kannst du auch alles, Essensabfälle, alles Mögliche geben. Na, so ist das. Deswegen, das ist halt das, was übrig bleibt. Klar, hättest du auch hier damals auf den alten Karten einen Filter machen können, sowas wie Biomüll oder so. Ja, das hättest du auch wieder, das hättest du ja maximal zu Kompost machen können und. Das ist richtig. Schweinefutter, das finde ich schon ganz. Ist richtig. Ich bin nur blöd, wie es aufgedröselt wird am Ende. Dass du so wenig hast, also so viel vom Mais und dann so wenig von dem anderen Zeug. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Oh, ne. Da werden sie sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Also jetzt nicht Ding, sondern Giants. Oh. Weil Tom kann da ja nur nichts dagegen machen. Schlachthof Kim leuchtet mir übrigens auch auf, da muss es auch irgendwas Besonderes geben. Ja, da haben wir überhaupt mal geguckt, das hat mit uns nichts zu tun gehabt. Oh. War das Landbier 1300 noch oder was? Das ist nicht. Sägewerk 1500. Das bringt nichts. Und ich nicht. Dann können wir bei den Klöße gucken. Was sind die denn? Die sind so weit hin. 1200 und steigend. Wenn du dagegen die Pommes anguckst, ne? 700, 600, 500. Naja, ist ein Massenprodukt halt, ne? Klöße auch. Na Gottes Willen, das ist ein Traditionsprodukt. Genau. Speisekartoffeln genauso. Das haben wir hier 900, ja, das haben wir ein bisschen was mit 1000. Aber das ist auch schon. Süße der Gefühle? 1100, das ist. Wir gehen Klöße höher. Aber für den Malzkaffee kriegen wir am Examverkauf nichts. Das steht so da, der macht stündlich dann. Weil er das ja auch mit verarbeitet, kommt da Geld rein. Ach so, okay. Hast du da alles jetzt reingehauen? Ich bin noch dabei. Wisst ihr, wo das ist, ne? Nicht am Gebäude, sondern gegenüber. Nicht am Gebäude, sondern gegenüber. Okay. Das ist so ein kleines Gebäude. Bei dem Eiscafé. Ja, das Eiscafé ist theoretisch links und rechts ist noch eins. So. Genau, da ist ein kleines Gebäude. Da auf die Rampe kannst du von der einen Seite drauf fahren und wenn du oben drauf stehst, da musst du nur Z drücken und dann haut er das raus. Also bin ich schon richtig. Also das Eiscafé ist rechts, die Hütte ist links. Oder? Genau. Das ist quasi zum Abladen, die Hütte. Sollst ja nicht bei der Kundschaft dort langfahren. Ja, das ist richtig. Und daneben ist ja noch eine Hütte. Da ist ja. Was ist denn da oben noch? Da ist noch irgendwas. Ja, das ist richtig. Da ist noch alles für Einheim. Naja, gut, hab's da hingeschmissen. Aber ja, stimmt, das hat sie da drüben auch angenommen. Imu Bohnenkaffee ist gerade 15.000. 15.000? Naja, ist gerade alle und da sind jetzt 15.000 Liter drin, ne? 6 Paletten. Steht er da?
Da war doch aber viel mehr drin beim Malzkaffee. Oder? Ich hab da 6 Paletten jetzt hingeschafft, keine Ahnung. Aber ist so nichts mehr drin. Nö. Beim Malzkaffee. Ja gut, dann wird das wohl so. 15.000. Ja. Wow. Da passen wie viel rein? 40. So, na gut, wir sehen, was wir noch vorarbeiten. Wir achten auch auf den Preis. Wir achten auf den Preis. Also 195,5. Na gut, mit mal 1. Ja, wird das wahrscheinlich eher schwierig, ne? Aber gut, 2.000 macht er auch in der Stunde. Besser als nicht. Naja, sie dürfen aber mal wieder ihre schöne, gesunde Predigt halten zum Sonntag. Was für eine Predigt, wie soll ich sagen? Gibt den Leuten Motivation für die nächste Woche. Ich glaube, die Advente beginnt doch jetzt auch irgendwann, oder? Sind wir da schon? Ich weiß es gar nicht. Ja, da müssen wir jetzt mittlerweile sein. Echt? Ja, das müsste jetzt Ende November müsste jetzt sein. Okay. Weißt du, wenn das jetzt ja kommt, ne? Das ist jetzt theoretisch das müsste jetzt schon zu der vorletzten Novemberwoche schon wieder sein, ne? Ja. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ne? Ich muss eine Rechnung bezahlen in 4 Tagen, fällt mir gerade ein. Ach, du guter Gott. Ja. Ja, bald ist Nikolaus, versprichst du was? Hallo! Hallo! Ja. Warte mal, hier gibt's noch einen Spruch. Geht im Dezember noch das Korn, ist es wohl vergessen worden. Oh, alles klar. Tschüss. Tschüss.